In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Easter Egg bei MW3 Zombies machen könnt und die neuen Baupläne freischalten könnt, Leute. So, ihr müsst jetzt 4 Items sammeln und diese Items upgraden. Einmal die Überwachungskamera, das verschlossene Tagebuch, das Hundehalsband und die Pillendose. Ich würde euch empfehlen, eine Täuschgranate mitzunehmen, Molotow braucht ihr und ihr braucht 2 Munitionsmods und zwar einmal tote Leitung und Hirnfäule. Ihr müsst dann hier zu dieser Position auf der Map und dort befindet sich ein Portal. Mit diesem könnt ihr interagieren und dann müsst ihr die Taktikkarte öffnen und auf Ja drücken. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann startet ein Countdown und ihr werdet in den Dunkeläther teleportiert. Wenn ihr dann dort seid, dann seht ihr schon so 4 verschiedene gelbmarkierte Ziele und zu diesem müsst ihr gehen. An jedem so ein Ziel ist so eine Säule, mit diesem müsst ihr interagieren und dann müsst ihr in der Nähe von diesem Siegel dann Zombies töten. Der Bereich, wo ihr die Zombies töten müsst, ist immer markiert, da ist dann so ein Kreis auf dem Boden und dort drin müsst ihr die Zombies töten. So, wenn ihr dann alle Siegel zerstört habt, dann kommt ein neues Ziel und zwar steht dann dort, dass ihr den Dunkeläther verlassen müsst. Und es spawnt wieder so eine gelbe Markierung und dort müsst ihr dann hin. Wenn ihr dann dort angekommen seid, wird dort ein Boss spawnen und zwar ist das wieder dieser Wurm. Diesen müsst ihr nun wieder töten und der hat auch wieder dieselben Attacken wie vorher. Der kann nämlich auch hier diese Anomalien spawnen lassen, die euch dann angreifen und diese machen auf jeden Fall viel mehr Damage als die von der Akt 3 Mission. Und wenn ihr den Boss dann gelegt habt, dann wird der euch ein paar Items droppen, die könnt ihr dann natürlich auch aufhebeln. Und es wird ein Belohnungsriss spawnen. In diesem Riss befindet sich dann das Tagebuch, was ihr braucht, um das Easter Egg dann freizuschalten. Nehmt das Tagebuch, dann befindet sich hinter euch wieder ein Portal. Mit diesem Portal interagiert ihr und es kommt eine Cutscene und ihr seid wieder in der Lobby. Aber habt das Buch dann im Rucksack. So, das zweite Item, da mache ich immer die Pillendose und hier braucht ihr Hirnfäule auf eurer Waffe und dann müsst ihr zu einem Äthernest gehen. Und wenn ihr in diesem Äthernest seid, habt ihr ja diese gelben Sporen und die müsst ihr dann mit Hirnfäule anschießen. Die verfärben sich dann in grün und ihr könnt dann diese Ziste aufmachen. Und wenn ihr diese aufgemacht habt, ist da eine Pillendose. Diese hebt ihr auf und dann brauchen wir noch 2 weitere Items. Als nächstes brauchen wir die Überwachungskamera. Und zwar müsst ihr hierfür tote Leitung auf eure Waffe machen. Dann müsst ihr eine Ätherkugel finden und diese mit tote Leitung abschießen. Diese verfärbt sich dann Gold, Leute. Und wenn ihr die komplett kaputt gemacht habt, dann wird sie euch die Überwachungskamera droppen. Diese nehmt ihr auf und dann gehen wir weiter zum letzten Item. Und zwar braucht ihr jetzt ein Fleischstück. Diese bekommt ihr, indem ihr Zombies mit Headshots tötet oder Brand- und Explosiv-Damage. Ihr braucht auch noch einen Molotow-Cocktail und dann müsst ihr zu einer Hundehütte gehen. Mit dieser könnt ihr interagieren, dann legt ihr einen Molotow-Cocktail rein und ein Stück Fleisch. Wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt ein Hund, diesen tötet ihr und ihr werdet einen lila Halsband bekommen. Wenn ihr dann das Tagebuch habt, das Hundehalsband, die Pillendose und die Überwachungskamera, dann müssen wir nur noch die Items verbessern bis auf das Tagebuch. Um die Items zu verbessern, müsst ihr zu einem Ätherriss. Das sind diese blauen Portale, wo ihr in die Luft geschleudert wird, also teleportiert wird und euer Fallschirm aufmachen könnt. Geht dann hier rein, Leute. Und wenn ihr dann oben seid, dann macht direkt euer Fallschirm auf, denn hier sind jetzt 3 verschiedene Portale. Für jedes Item, was ihr gesammelt habt, ein Portal. Geht dann in ein Portal rein. Dieser schleudert euch dann wieder in die Luft und dann könnt ihr direkt in noch ein Portal reinfliegen, weil jeder dieser Portale spawnt euch einen Kopfgeldauftrag und ihr könnt halt mit einem blauen Rift dann gleichzeitig in 2 Portale rein. Nun geht dann zu dem Kopfgeld, was euch auf der Karte dann lila markiert wird, aktiviert den und dann geht zu dem Kopfgeld. Achtung Leute, bei jedem dieser Kopfgelder spawnen dann eine Menge anderer Boss-Zombies, aber ihr müsst euch dann hauptsächlich auf den markierten Zombie konzentrieren, also verliert keine Zeit, tötet dann immer den, der markiert ist. Wenn ihr den dann getötet habt, dann spawnt ihr auch ein ganz normaler Belohnungsriss. Wenn ihr diesen öffnet, habt ihr dann die verbesserte Variante von der Überwachungskamera. So, jetzt gehe ich zu meinem zweiten Bounty. Diesen töte ich auch und dort befindet sich dann die goldene Pillendose. Als nächstes braucht ihr wieder so ein Portal, um den nächsten Kopfgeld zu aktivieren. Ihr spawnt erneut in der Luft, macht euren Fallschirm auf und fliegt dann durch den letzten Rift. Wir müssen jetzt noch den roten machen und wenn ihr da durchfliegt, dann spawnt nämlich wieder ein neuer Kopfgeldauftrag. Dieser ist erneut lila markiert und wenn ihr diesen tötet und den Belohnungsriss aufmacht, habt ihr dann das goldene Hundehalsband. Wenn ihr dann alle Items habt, dann kommt hier hin, Leute, und hier sind so Säulen. Hier habt ihr einmal Frost und hier packt ihr einmal das Tagebuch rein.
Als nächstes geht ihr zur nächsten Säule und hier habt ihr Hirnfäule und hier packt ihr die Pillendose rein. Die nächste Säule ist die Elektrosäule und da packt ihr die Überwachungskamera rein. Und in die letzte Säule packt ihr das Hundehalsband rein. Wenn ihr das nun gemacht habt, dann werdet ihr sehen, dass dieser Sturm verschwindet und ein riesiges Portal hier spawnen wird. Aus diesem Portal wird dann ein Megascheusal spawnen mit einer Menge Stufe 3 Zombies. Ihr müsst jetzt den Megascheusal töten und wenn ihr ihn getötet habt, dann spawnt ein Belohnungsriss. Zu diesem geht ihr und dort habt ihr einen Schlüssel für den Dunkeletherriss. Diesen Schlüssel könnt ihr entweder jetzt an dem Portal benutzen oder ihr könnt damit exfiltrieren und dann nächste Runde benutzen. Aber wenn ihr ihn einmal benutzt habt, dann ist er weg. Und wenn ihr demnächst wieder dieses Portal benutzen wollt, dann müsst ihr in Stufe 3 Aufgaben erfüllen. Und in dem Belohnungsriss kann dann noch so ein goldener Schlüssel sein, damit ihr wieder hier durch dieses Portal kommt. Interagiert mit dem Portal und dann müsst ihr die Taktikkarte öffnen und die Mission bestätigen. Dann gibt es wieder einen Countdown, Leute, und ihr werdet in den Dunkeläther teleportiert. Dort ist es wirklich schwer. Ihr könnt hier auch einen Granatenwerfer mitnehmen. Das wird euch die Sache auch vereinfachen, weil das ist eine Stufe 4 Zone. So wird die gehandhabt, so schwer soll die wohl sein. Und jetzt habt ihr 30 Minuten Zeit, um 3 Aufgaben zu erfüllen. Ihr seht, vorne am Tor sind 3 Hasen und diese 3 Hasen sind eure Aufträge und die fliegen dann in verschiedene Richtungen und das sind eure Aufträge, wo ihr hin müsst. Ich zeige euch mal den Weg zum ersten Auftrag, bisschen vorgespult, damit ihr ungefähr einen Überblick habt über die Karte. Und wenn ihr in der Nähe von einem Auftrag seid, dann hört ihr das auch, dann ist das etwas lauter und da kommen so komische Geräusche. Interagiert mit dem Hasen und ihr habt den Auftrag aktiviert und dieser Auftrag hier ist der Äther-Extraktionsauftrag. Und jedes Mal, wenn ihr einen Auftrag aktiviert, dann kriegt ihr auch auf der Karte so Ziele, denen ihr einfach folgen müsst und dann den Auftrag beenden könnt. Bei diesem Auftrag müsst ihr einfach 3 Äther-Extraktoren aktivieren, interagieren. Hierfür würde ich euch empfehlen, Täuschgranaten oder Affenbomben zu werfen oder die Kasimirs. Und wenn ihr dann alle 3 gemacht habt, dann spawnt ein Belohnungsriss. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, dann neuere Items zu bekommen. Der nächste Auftrag ist der Eskortieren-Auftrag und diesen hat mein Kollege schon aktiviert, aber ich markiere euch das nochmal und zwar ist das der oben links auf der Position, da ist ein Turm und ganz oben auf dem Turm drauf ist dann der Auftrag, den ihr aktivieren müsst. Von allen Aufträgen finde ich den am schwersten und hierfür würde ich euch echt empfehlen, nehmt Affen mit, nehmt Täuschgranaten mit und ich mache das hier auch mit dem Granatenwerfer und mit den Double Pistols und damit ging das eigentlich auch relativ gut. Hier spawnen auch eine Menge Boss-Zombies und auch ein Megascheusal und den müsst ihr auch am besten irgendwie ablenken, am besten ein Mate von euch, dann lenkt den ab oder ihr tötet den ganz schnell. Und Heilaura ist auch ganz wichtig, falls eure Mates down gehen, damit ihr die ganz schnell wieder hochholen könnt. Denn eure Heilaura könnt ihr hier relativ schnell auffüllen. Wenn ihr das dann gemacht habt, kommt wieder ein Belohnungsriss und ihr habt die Möglichkeit, neue Items zu bekommen. Ich hatte halt bei den ersten 2 Pech, ich habe nur Müll bekommen und wir kommen jetzt zum dritten Auftrag. Dieser befindet sich hier unten links auf der Karte und dort ist an einem Bus. Ihr geht zum Bus, dann hört ihr schon wieder den Hasen, aktiviert den Auftrag und dieser Auftrag ist ein Durchhaltenauftrag. Ihr geht dann zu der Stelle auf der Karte, die euch markiert wird und hier müsst ihr in diesem Bereich dann bleiben und die Zombies töten, damit in Ruhe die Analyse fortgesetzt werden kann und bei 100% spawnt dann wieder ein Belohnungsriss. Bei dem hatte ich etwas mehr Glück und habe dann den neuen Hundeknochen bekommen. Mit diesem könnt ihr dann den stärksten Hund, den es auf der Karte gibt, also den Stufe 3 Hund heraufbeschwören und den habt ihr dann das ganze Spiel. Es sei denn, er wird von irgendwelchen Boss-Zombies getötet. Außerdem habt ihr die Möglichkeit hier in dieser Zone dann auch in diesem Dunkeläther durch die Belohnungen wieder so ein Diagramm zu bekommen, damit ihr das Portal aktivieren könnt und nächstes Spiel wieder hier rein könnt. Und es gibt auch eine kleine Chance, dass ihr eine andere Version von diesen Schlüsseln bekommt, diesen Diagrammen da für den Dunkeläther, um hier reinzukommen, die etwas härter sind. Also ihr kommt dann noch in eine härtere Stufe von diesem Dunkeläther dann rein und dort ist die Wahrscheinlichkeit dann auch wahrscheinlich höher, dass ihr bessere Items bekommt. Nun müsst ihr exfiltrieren. Die Exfiltrationspunkte werden euch auf der Karte nicht angezeigt, aber auf den Türmen gibt es oben immer so ein Portal und damit könnt ihr dann exfiltrieren. Und dann steht dann auch schon Evakuierung geglückt und ihr habt die Items dann alle im Rucksack, die ihr dann mitgenommen habt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten Stand bleibt. Und treibt mir auch in den Kommentaren mit, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr könnt auch gerne meinen Discord joinen, falls ihr irgendwelche Leute zum Spielen braucht oder mich persönliche Sachen fragen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.